Wir sind die Sailing Conductors. Willkommen in unserer Welt. Ich bin Smooth Johannes und zusammen mit meinem Captain Ben segle ich auf den sieben Weltmeeren, um Musik aufzunehmen. Ahoi, ich bin Captain Ben. Während unserer zweijährigen Reise von Sydney nach Berlin wollen wir hunderte lokale Musiker aufnehmen. Hört mal im Vertrauen, ich bin seit heute verliebt. Ja, an jedem Ort, an dem wir vorbeikommen, nehmen wir einzelne Musiker auf. Das Besondere ist, dass Musiker zusammenspielen, ohne sich je begegnet zu sein. Über Kopfhörer kriegen die Musiker das Playback eines fremden Musikers und geben durch ihr Spiel dem Stück eine neue Bedeutung. Das ist also, was wir in der nächsten Zeit machen werden. Jetzt holen wir erstmal den Hannes ab, der da drüben sitzt, und dann zeigen wir euch mal unser kleines Segelboot. Kommt mit! Du hast mich ganz verzaubert, seitdem ich dich gesehen. Dein edler Rumpf aus Holz und Stahl. Ahoi und herzlich willkommen auf der Marianne, unserem kleinen Segelboot, was uns von Australien nach Deutschland schippern wird. Hier ist also mein Steuerrad, an dem ich die meiste Zeit verbringe, um uns dann doch hoffentlich sicher durch die sieben Weltmeere zu schippern. Ich muss auch mein Päuschen machen und wenn alle schlafen in der Nacht, lege ich mich dann immer hier hin mit meinem Schlafsack und verbringe hier immer die Nächte, um auch zu schauen, dass das Boot weiter seinen Weg geht. Die Selbststeueranlage befindet sich hier hinten. Wir haben zwei davon. Einmal ist die manuelle Selbststeueranlage, das Navig, und funktioniert durch diese Windfahne, die da unten so ein Ruder im Wasser bewegt und dann hier über ganz komplizierte Mechanismen unser Ruder über diese zwei Seile von alleine nur durch den Wind gesteuert lenkt. Ja, dann haben wir hier noch unsere selbstgemachte Piratenflagge, die wir uns selbst genäht haben. Und sieht auch schon aus, ob die 20 Jahre auf dem Boot wäre. Ganz wichtig natürlich unsere Bordgitarre, unsere pinke Bordgitarre für zwischendurch. Jetzt gerade ein bisschen gespielt. Oberblues. Unseren gerade kürzlich erworbenen Windgenerator, der uns auch noch mal zusätzliche Energie bringt. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Dann haben wir gleich hier unsere Solarpanels. Zusammen mit dem Windgenerator bringt es manchmal genug Energie, um unsere Laptops aufzuladen und was wir sonst noch so brauchen. Unter der Persenning, unter der roten, ist unser Großsegel. Das wird mit den Fallen hier, die gerade so schön aufgeschossen sind, und der Wind hochgezogen und dann hängt es da oben. Hier wird dann unsere Fock hochgezogen oder unsere Genua, das große Fock. So, das war's erstmal von hier oben. Ich entspanne noch mal eine Runde in der Hängematte. Das Mutti Hannes zeigt euch am besten, wie es drin so aussieht. Willkommen bei den Sailing Conductors Crew Part 2. Das Mutti Hannes zeigt euch jetzt das Boot. Los, was los? Kommt rein. Also, das Wichtigste auf einem Boot ist die gute Moral. Deswegen haben wir ein Herd. Und das Schönste daran ist, dass er sich bewegt. Das heißt, bei richtigem Seegang, wenn es hier auf und ab geht, dann bleibt das Essen trotzdem im Topf. Morgens fragt der Captain immer, was gibt's? Kaffee. Hier ist die Steuerungszentrale. Hier sind unsere ganzen Karten drauf. Hier kann man sehen, wo wir gerade sind. Wie ihr gerade seht, seht ihr nichts, weil wir sind mitten im Nirgendwo. Auf Kanal 16 können wir Notrufe senden. Da senden gerade andere Notrufe. Und unser Autopilot. Mit unserem Autopiloten brauchen wir ihn selbst nicht steuern, sondern das macht der Autopilot automatisch. Ja, hier sind noch diverse andere Sachen. Unser schwenkbares Licht, das immer die richtige Position anzeigt. Und unser Barometer, das steht jetzt auf ganz gutem Wetter. Es sind 25 Grad und wir haben eine Luftfeuchtigkeit von etwa 78%. Hier noch
wertvolle Küchenutensilien, Pfanne für Spiegeleier. Hier ist unsere wertvolle CD-Stereoanlage mit USB-Anschluss. Yeah! Ja, wenn ihr euch wundert, wo der fette Sound herkommt, wir haben hier unseren Subwoofer. Fett, der macht richtig tiefen Ton. Richtig tiefen Ton. Der Seemann braucht natürlich seine Pfeife, ne? Mach mal, stecke ich mir nachher gleich an. Hier ist unsere Bibliothek. Hier ist alles, was man braucht. Hier sind Cruising Guides. Hier kommt schon Klammern. Hier ist mein Fach. Das obere aufgeräumt ist meins, das untere andere, das gehört Benny. Hier ist unser Kühlschrank. Da ist auch kaum was drin, eigentlich nur so für die Verdauung, ein bisschen Grünzeug, Paprika. Und jetzt geht's ins Schlafgemach. Hier kann man schön mal die Augen zumachen und einfach nur entspannen. Alles klar, das war Silicon Doctors Cribs. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen auf der Marianne. Ihr habt jeden dreckigen Winkel gesehen. Wir müssen auch schon weiter, nämlich nach Berlin. Runter vom Boot, ihr habt alles gesehen. Schiff ahoi, macht's gut. Letzte Wende! Ist klar!